Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin immer noch auf der IFA und gerade war ich bei Motorola und die haben mir ein neues Handy und ein neues Modul in die Hand gedrückt. Und das schauen wir uns jetzt zusammen mal an. Ja, ich habe hier das neue Moto Z Play in der Hand. Das ist der kleine Bruder vom Moto Z, diesem ultradünnen Handy. Aber das hier ist auch ganz schön dünn, wenn man bedenkt, dass es einen 3500 mAh Akku hat und ein paar zerquetschte, glaube ich, noch. Und es sieht halt irgendwie doch ziemlich cool aus. Aber nicht nur das Äußere stimmt mit dem Glas und dem Metall, sondern auch die inneren Werte. Wir haben hier im Gegensatz zum Moto Z ein AMOLED Full HD Display statt einem Quad HD Display und den Snapdragon 625. Aber der ist ja relativ vergleichbar mit dem 810. Also denke ich mal, dass die Performance trotzdem gut ist. Außerdem haben wir hier einen Dual SIM und Micro SD Karten Slot gleichzeitig, was, denke ich, keine Wünsche offen lässt. Aber wisst ihr, was ich fast noch cooler finde? Das Hasselblad-Kameramodul. Hasselblad sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber Hasselblad war die Kamera, mit der auf dem Mond das erste Foto gemacht wurde, das Porträt von Steve Jobs und das Bild von den Beatles, als sie über die Straße gelaufen sind. Also wirklich eine sehr berühmte Kameramarke und die haben jetzt ein Modul gemacht für Smartphones. Das Besondere an dem Kameramodul ist jetzt nicht irgendwie die Megapixelzahl oder so, es hat 12 Megapixel, aber einen 10-fach optischen Zoom und das gibt es natürlich normalerweise bei Smartphones nicht so unbedingt. Ob die Bildqualität jetzt aber wirklich Hasselblad-Niveau hat, das sehen wir dann natürlich im Review. Neben einem Lautsprecher und einem Zusatzakku, der die Kapazität auf über 5000 mAh steigern kann, gibt es hier sogar noch einen Beamer und verschiedene Leder- und Holzrückseiten. Die Preise liegen hierbei mit 300 Euro für das Hasselblad Kameramodul und den Beamer ziemlich hoch, aber so eine Holzrückseite kostet nur ca. 30 Euro, was ich persönlich angemessen finde. Das Moto Z wird nächste Woche für 699 Euro über den Ladentisch gehen und das Z Play wird für 449 Euro zu haben sein, wobei es natürlich gefährlich nah am OnePlus 3 liegt. Diese Module, hat Motorola auch gesagt, bzw. Lenovo, sollen tatsächlich drei Generationen unterstützt werden. Also diese, die nächste und die übernächste. Das ist ziemlich cool und schaut auf jeden Fall bei meinem Kollegen Felix Bar vorbei, denn er hat ein ganzes Video zu diesen ziemlich coolen Modulen gemacht. Aber wisst ihr was, ich will gar nicht länger um den heißen Brei herumreden. Es wird auf jeden Fall ein Review auf meinem Kanal geben. Also abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.